Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Abend, den wir Wolfgang Hilbig gewidmet haben. Wolfgang Hilbig wäre in diesem Jahr Ende August 80 geworden und es gab eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Bayern, vor allem aber in Leipzig und in Berlin. Und mit Unterstützung von der S. Fischer Stiftung und der Wolfgang Hilbig Gesellschaft haben wir gesagt, wir wollen hier einen Abend veranstalten, in dem wir uns hauptsächlich um den Lyriker Wolfgang Hilbig kümmern wollen. Und deshalb haben wir drei jüngere oder mittelalterliche Lyrikerinnen und Lyriker eingeladen, von denen wir eine Ahnung hatten, dass sie mit Wolfgang Hilbig etwas anfangen können. Hilbig ist ein Phänomen im eigentlichsten Wortsinne, ein Kind, das unter schweren Verhältnissen im Ostthüringischen aufgewachsen ist, einen unglaublichen Dialekt gesprochen hat und trotzdem einer der sprachmächtigsten Autoren ist, der vielleicht im 20. Jahrhundert in Deutschland geschrieben und gewirkt hat. Wenn man ihn gefragt hat, sag mal Wolfgang, wie ging denn das mit dem Lesen bei dir los? Wo hast du denn das gefunden? Also in Meuselwitz, das ist der Ort, wo er herkam, gab es drei oder vier Bibliotheken und die hat er quasi als von Kind an ausgelesen und hat sich dann wirklich eine unglaubliche auch literarische Bildung rangeschafft. Er hatte, wie Sie wissen und wie die meisten wissen, große Probleme in der DDR veröffentlichen zu können. Im Arbeiter- und Bauernstaat konnte dieser Arbeiter ganz schwer nur seine Sachen an den Mann bringen. Es gibt dazu eine Ausgabe der Neuen Rundschau, die ist soeben erschienen, Ich unterwerfe mich nicht der Zensur, betitelt, wo man den Windmühlenkampf Hilbigs gegen die Obrigkeit nachlesen kann. Zum anderen ist eben auch aus Anlass seines runden Geburtstags die Werkausgabe, die im S. Fischer Verlag erscheint und zu haben ist, erschien der letzte Band. Essays, Reden und Interviews, und darum soll es heute auch gehen, aber vor allem soll es um den Dichter Wolfgang Hilbig gehen. Eingeladen haben wir Anja Kampmann aus Leipzig, Alexandru Bulutsch, einst Frankfurt, mittlerweile Berlin oder Frankfurt und Berlin, ich weiß es gar nicht. Ersteres. Berlin. Erst Frankfurt, jetzt Berlin. Genau. Und Nico Bleutke, seit langem auch Berliner. Alle drei sind Dichter. Anja Kampmann schreibt auch Prosa. Ich habe die Titel, die letzten Titel der drei herausgesucht. Alexandru Bulutsch brachte den Gedichtband Was Peter Silje über die Seele weiß letztes Jahr bei Schöffling heraus. Anja Kampmann hat in diesem Jahr Der Hund ist immer hungrig, 2021 eine Gedichtsammlung, ein Gedichtband erschienen, und Nico Bleutke hat im letzten Jahr seine Essays und seine Texte zu Literatur und zu Gedichten unter dem Titel Drei Fliegen herausgebracht im CH Beck Verlag. Die drei werden sich heute auf der Bühne selbst moderieren. Ich hoffe, das funktioniert. Es beginnt Nico Bleutke, dann Anja Kampmann, am Schluss Alexandru Bulutsch. Sie sind gehalten und aufgefordert, sich ständig und miteinander zu interagieren und zu unterhalten. Ich freue mich jetzt auf die nächsten 70, 80, 90 Minuten und steige hier runter und übergebe an Nico. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas Geiger. Schönen Dank für die Einladung, hier zu sein, über Hilbig reden zu können, Hilbig lesen zu können. Das ist eigentlich das noch viel Entscheidendere. Thomas Geiger hat es angedeutet, wir werden das so in so einer Dreierkonstellation machen, haben uns das so vorgestellt, dass jeder von uns so eine Viertelstunde lang seinen, ihren Wolfgang Hilbig kurz vorstellt, anhand einer Lesung, die so ein bisschen kommentiert ist vielleicht. Und nach jeder Lesung werden wir so ein bisschen zu der jeweiligen Auswahl und zu den Fragen, die vielleicht damit zusammenhängen, versuchen, ins Gespräch zu kommen.
Ich muss gleich mit dem Geständnis beginnen. Ich bin ein sehr großer Wolfgang Hilbig-Fan, aber nicht der größte Fan seiner Lyrik. Ich halte ihn für einen wesentlich stärkeren Erzähler, wie er es schafft, in seinen Erzählungen mit ganz eigenen metaphorischen Schichtungen und einem ganz bestimmten Griff für Satzrhythmen, Atmosphären zu erzeugen. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Gedichte von ihm. Ich habe Hilbig kennengelernt 1993, da habe ich gerade Zivi gemacht und da war sein Roman, sein großer Roman Ich über das Ich in den Fängen der Stasi und in den Fängen des eigenen Unterbewussten sozusagen erschienen und das wurde damals im Literarischen Quartett groß besprochen und kurze Zeit später gab es eine Besprechung in der SZ, sodass ich sein doch recht imposantes Äußeres zum ersten Mal sehen konnte und ich hatte damals, habe damals in so einer Kleinstadt, in einer oberbayerischen Kleinstadt aufgewachsen und hatte das Glück, dort mit einem Buchhändler befreundet zu sein, der mir immer so kleine Bescheinigungen ausstellen konnte, sodass ich auf die Buchmesse fahren konnte und an den sogenannten Fachbesuchertagen dort sein konnte. Und das hatte ich damals 93 gemacht und das war einer dieser schönen spätherbstlichen Tage. Und ich war gerade draußen gewesen, hatte eine geraucht und wollte wieder durch so eine Glastür nach innen in die Halle und sah, von innen kommt jemand mit einem ziemlichen Tempo und die Tür schoss auf. Jemand, der sich dann im Nachhinein als Hilbig herausstellte, schoss an mir vorbei und murmelte so in seinem Sächsisch-Thüringisch ein Scheißer. Das war meine erste große Hilbig-Begegnung, die mich nicht etwa abgehalten hat, davon Hilbig zu lesen, sondern ganz im Gegenteil angeregt hat, ihn zu lesen. Ich habe mir dann ein Erzählbändchen, das glaube ich in der Friedenauer Presse erschienen ist, die Territorien der Seele damals zugelegt und diese titelgebende Erzählung, die Territorien der Seele, ist ein großartiges Stück, das muss Hilbig kurz nach seiner Übersiedlung in den Westen, er ist 1985, konnte er ausreisen, dort rübergekommen in diese für ihn kapitalistische Konsumwelt und da beschreibt er, wie der Sprecher in ein großes Kaufhaus geht, links und rechts sind große Spiegelflächen und durch diese unendliche Spiegelung entsteht so eine große Landschaft, in die dieses Ich so nach und nach aufgesaugt wird. Da heißt es, ich war schon eingegangen, aufgelöst, umgestülpt zum Stoff der feuchten, immerwährend grauen Flut, der gleichen Flut, die in meinem Selbst in unerschöpflichen Beständen lagern musste. Also diese graue Flut, innen und außen, so eine Art Essenz der Tagebaulandschaft, im Süden Leipzigs, rund um Meuselwitz, wo Hilbig aufgewachsen ist. Der Dunst, der dort über den aufgelassenen Tagebauen hängt, der Dunst, der entsteht, wenn die Schlacke mit Wasser gelöscht wird. Das ist so ein bisschen das Bild irgendwie und es ist eben der Stoff seiner Erzählungen. Und gleichzeitig gibt es ein wunderbares Gedicht von ihm, das heißt Matière de la Poésie und ist sozusagen, wie der Titel sagt, ein Gedicht über den Stoff der Lyrik. Und mit dem möchte ich gerne starten. Matière de la Poésie. Das Meer verhüllt von Licht, verhüllt von Helligkeit, im Sinn von Licht. Ein Lilienweiß, um nicht zu sein als Weiß der Lilien, und Meer, um nicht als Meer zu sein und ohne Maß und Mondabwesenheit. Welch Leuchten, das seine lange Überfahrt antritt und jedes Land vergisst, auf nichts bedacht als Ewigkeit. Das Meer, das nicht mehr Tag noch Nacht ist, sondern Zeit. Das Meer und die Zeit als große Themen von Hilbig. Er ist mal gefragt worden von einer Interviewerin, warum eigentlich das Meer und die Küste und die Wüste so eine große Rolle spielen, metaphorisch in seinen Gedichten, obwohl er doch in dieser gänzlich meerfernen Landschaft rund um Leipzig aufgewachsen ist. Und er hat das eben sehr schön beschrieben als die aufgelassenen Tagebaue, die in verschiedenen Farben leuchtenden Seen, das ist für ihn wie eine Küstenlandschaft gewesen und er ist auf diesem sehr unsteten Boden sozusagen aufgewachsen und dieser dauernde Wechsel, wie man ihn auch in der Meeresküste hat, scheint eben auch dort in Meuselwitz bestimmt zu sein oder jedenfalls gewesen zu sein. Es ist ein Gedicht, das eigentlich Hilbigs ganze Formkunst zeigt, rhythmisch, so eine Art durchgehaltener Jambus, sehr viele M-Laute, Meer, der Mond, das Maß, das Licht, die Helligkeit, Lilienweiß, Lilien. Und
Reime, die so am Ende auftreten. Die Abwesenheit reimt sich auf die Helligkeit und auf die Ewigkeit. Und das ist ein bisschen, ich mag dieses Gedicht vor allen Dingen deswegen, weil es eben nicht nur die Zeit thematisiert. Hilbig war ein großer Erinnerungskünstler, sondern eben auch etwas von seiner Formkunst zeigt, unaufdringlicher als in vielen seiner sonettartigen Texte, wo das vielleicht manchmal ein bisschen meines Erachtens zu antiquiert klingen mag. Ich habe so eine kleine Hilbig-Strecke zusammengestellt, die rückwärts in der Chronologie geht, hin zu seinem, nennen wir es mal, ersten Gedichtband, der 1979 im Westen erschien, darauf kommen wir noch, und habe ein bisschen vielleicht geguckt, was sind eigentlich die Quellen, die Sprachspeicher, aus denen sich sein Schreiben immer bedient, die ihn interessiert haben in der Tradition. Und jedes dieser kleinen Gedichte, es sind längere Gedichte eigentlich, ist auch so eine Art, in jedes dieser Gedichte ist so eine Art Selbstporträt eingesenkt. Überhaupt die langen Gedichte, ich glaube, da finde ich persönlich Hilbig immer am stärksten. Es gibt so Gedichte, die fast an Langgedichterand gehen, Prosa meiner Heimatstraße oder Das Meer in Sachsen. Und in diese Richtung geht diese Auswahl. Und das zweite Gedicht, auch nicht in einem seiner Bände erschienen, sondern in so einer Einzelveröffentlichung, heißt Verlaine. Hingekauert an den schwarzen Beton in Stuttgart in der Fußgängerzone, dort, wo niemand vorbeikommt, wo das käufliche Niemandsvolk in sicherer Entfernung vorbeizieht, dort triffst du mich, Arthur. Dort siehst du mich, fett und verdreckt, Schorf und Kohle im Bart, Aussatz auf der Glatze, einen schmierigen Rosenkranz in den Pfoten und murmelnd, zahnlos speichelnd zwischen den versalzenen Lippen, eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe für einen Diener Gottes. Und du gibst es mir, Arthur, du triffst mich und du triffst mich genau. Deine Fäuste schlagen ein dumpf in den Schwamm meines Leibs, in den Zunder meiner Visage, und ich sehe sie noch einmal leuchten, die Sterne. Die schön gefärbten, milden Sterne, die Schmerzenssterne, die mich nie geliebt haben. Süßer Morgenstern Venus, ich sehe sie noch einmal strahlen von deinen harten Fäusten, Arthur, und dann versinke ich in meinem Dasein in die Nacht und falle in den bodenlosen Grund des K.O., aus dem man vielleicht nie zurückkommt. Dafür werden sie eine Tafel anbringen an den schwarzen Beton, viele Jahre, nach denen das alles vergessen ist. Nachdem du längst wieder fort bist, Arthur Rimbaud, und ich allein, und ich kehre zurück in die Regionen der Wasserlöcher und Straßengräben, ins finstere, gesträubte Gras, das bepisst ist von Hunden und das mein Reich ist. Eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe für einen Diener Gottes. Ein Gedicht, das ich sehr gern mag, weil es nicht wie es sonst in vielen Gedichten Hilbigs ist. Er hatte so die Vorstellung, dass das Gedicht eine ganz eigene artifizielle Sprache kultiviert, aber hier gibt es eben tatsächlich auch Alltagssprache, Beton, Fußgängerzone, bepisst. Und es ist natürlich ein Rhythmus, der sich, der Name Rimbaud oder die Namen Rimbaud und Verlaine fallen nicht umsonst an diesen Prosagestus, der vielleicht damals bei Baudelaire in seinem Spleen de Paris kultiviert wurde, aufnimmt in den Rhythmus. Das Gedicht heißt Verlaine und spielt natürlich an auf die Amour-Fou zwischen Verlaine und Rimbaud, die über einige Jahre dauerte. Zwischenzeitlich war Verlaine im Gefängnis und hat dann Rimbaud, der, ich glaube, ab 1875 in Stuttgart gelebt hat, von daher passt die Szenerie, hat ihn noch einmal besucht, um diese Liebe vielleicht zu retten, aber es endete dann in einer schweren Schlägerei, körperlichen Auseinandersetzung, auf die eben diese Metaphorik des Chaos und so weiter auch anspielt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch sozusagen der Sprecher dieses Gedichts im Hintergrund in Klammern Hilbig, der mit der Tradition kämpft, der sie an sich heranlässt, aber sich natürlich gleichzeitig wehrt und versuchen muss, mit nicht allzu vielen blauen Flecken davonzukommen. Eine andere Tradition, die für Hilbig ganz wichtig war, ist natürlich die Antike. Er hat sich sehr viel mit Mythen beschäftigt und in seinem letzten veröffentlichten Gedichtband Bilder vom Erzählen, da spielt die Odyssee eine ganz große Rolle, speziell ab dem 11. Gesang, dem Abstieg in die Unterwelt.
Und diese Metaphorik ist in vielen dieser Stücke zu hören und auch rhythmisch zu spüren. Und eines dieser Gedichte heißt Passat. Und dann nahmen wir eine Grenze, sahen die Doppelfeste des Herakles, das enge Tor zwischen den Säulen, wir sahen den verbrannten Basalt und fuhren hindurch und fortan sahen wir nichts mehr. Abschüssig die See, ohne Ende fuhren wir hinab in einem einzigen langen Atem, der uns trieb, oder in einem einzigen Sog, der uns einsog, in die Weite vor uns, die wir überholten, die auch hinter uns nichts war als Weite, die Weite abwärts in einem einzigen Wind, mit dem letzten Schiff, mit den letzten Männern. Lasst uns erkennen die See, sagte die Stimme im Vorschiff, die Stimme des einen, der wir nicht glaubten, der wir nur staunend folgten, die Stimme jenes Idioten der Unrast, der sich selbst nicht kannte und jener eine ohne Vorfahr. Denn schneller altern wir, als eine Welle weiß wird auf ihrem Kamm über der Tiefe. Wir sind nicht geboren zu bleiben. Also lasst uns den Bug in die Leere lenken, fort von der heiligen Heimat, die ein Grab ist für Hunde, mit dem letzten Schiff, mit den letzten Männern. Und die Sonne ging nicht mehr unter. Wir überquerten die Äquinoktien, wir fuhren in dauerndem Licht, bis wir eine neue Grenze gewahrten. Also man hört, glaube ich, die mythologischen Anspielungen, aber man hört sie eben nicht nur, sondern man spürt sie auch in diesem Rhythmus, der sowas, nennen wir es mal, Hexameterartiges hat, das Hilbig aus antiken Stücken, vielleicht auch aus der Odyssee selber übernommen hat, vielleicht so ähnlich wie Hölderlin einige Jahrhunderte vorher, es gelungen ist, sich solche antiken Metren anzuverwandeln. Das Meer, das wir ja schon aus der Matière de la Poésie kennen, spielt wieder eine ganz große Rolle als die große Weite. Das Licht taucht wieder auf und natürlich die Erfahrung der Entgrenzung und auch das Dasein und auch in Klammern vielleicht die Moderne in Hilbigs Verständnis als eine des Übergangs und des dauernden Unterwegsseins. Und natürlich ist es in dieser Stimme des Idioten der Unrast natürlich die Stimme von Hilbig selber zu hören, der natürlich ein Ruheloser war und nicht nur in seinen Gedichten gewissermaßen ganz gewusst und gewollt ohne Halt. Die letzten beiden Gedichte, die ich Ihnen lesen möchte, sind aus Hilbigs Band Abwesenheit. Hilbig hat so eine ganz merkwürdige Publikationsgeschichte, also er teilt das Schicksal vieler DDR-Autoren, dass er zuerst im Westen veröffentlichen konnte. Karl Corino, der damals beim Hessischen Rundfunk der große Zampano war für Literatur, da gab es so etwas wie die Redaktion Radio Essay. Das ist heute kaum mehr vorstellbar, was das für eine Institution und auch für eine Machtinstitution war. Der hatte einige Gedichte Hilbigs, er war ein großer Fan von Hilbig, hatte er in den Westen geschmuggelt, die dann dort im Hessischen Rundfunk liefen, und nicht zuletzt über diese Verbindung ist dann der Fischer Verlag auf Hilbig aufmerksam geworden. Und so ist der erste Gedichtband, eine Auswahl aus mehreren Jahren, dann im Westen erschienen. Und erst Jahre später, 83, glaube ich, war das dann ein Auswahlband in der DDR, der einzige, der dann den Titel Stimme, Stimme trug. Und eines dieser Gedichte aus der Abwesenheit heißt Episode. Im düstern Kesselhaus, im Licht rußiger Lampen, plötzlich auf dem Brikettberg saß ein grüner Fasan, ein prächtiger Clown, silbern und grün, den leuchtend roten Dreif am Hals mit unverwandtem Aug, mit dem großen gelben Schnabel aufmerksam zielte er auf mich. So war er herrlicher und schöner als ein surrealistischer Regenschirm auf einer Nähmaschine, wie er dort saß, genau und furchtlos verirrt, auf seinem schwarzen Gipfel. Konversation fand nicht statt. Ich bewegte mich und er flog davon durch die offene Tür. Doch von weit her, den Geruch der Sonne, den Duft seines farbigen Gelächters ließ er hier in der Nacht, und ich verwarf alle Mühe, das Leben mythisch zu sehen. Und als das kausale Grinsen meines Kopfes
von Energie und Frost gefressen in die Nacht verschwand, glaubte ich nicht mehr an den Untergang der Wahrnehmungen in der Finsternis. Ein Gedicht, das sich Episode nennt, und man hört vielleicht die andere große Traditionslinie, den Surrealismus. Der surrealistische Regenschirm auf einer Nähmaschine ist natürlich eine Anspielung auf Lautréamonts Bon Mot, dass etwas schön sei, wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. Und natürlich ist hier mit dem Kesselhaus so die fast schon zum Topos gewordene große Zeit von Hilbig als Arbeiter im Kesselhaus, die er dann eben genutzt hat, diese Zeit vor allen Dingen, um zu schreiben. Auf die wird angespielt, und der prächtige Clown ist mit Sicherheit auch der Imaginationskünstler Hilbig, also eine der berühmten Hilbigschen Selbstspaltungen schon in diesem frühen Gedicht von 1977. Und es ist sozusagen, es thematisiert etwas, das Verwerfen der Mühe, mythisch zu leben, was Hilbig natürlich nicht gemacht hat, sondern es ging ihm gerade im Gegenteil darum, die Mythen in die Gedichte reinzuholen und auf seine ganz eigene Weise vielleicht mythisch zu leben. Und auch die Wahrnehmungen in der Finsternis sind natürlich eines der ganz großen Themen in seinem Schreiben immer gewesen. Und zum Schluss nochmal ein Gedicht aus der Abwesenheit, zu dem ich jetzt gar nicht viel sagen will, sondern das gewissermaßen dann als Einleitung und Überleitung für die Nächsten und für das Gespräch nutzen möchte. Es ist nämlich ein Selbstporträt Hilbigs und heißt H. Selbstporträt von hinten. Die Hand im Haar, so hockt er ruhlos am Tisch und ahnt nicht, dass die Herbstnacht die Luft an seinem Nacken dunkel färbt. Er sitzt auf dem Sprung, er sagt, ich bin solitär und müde bin ich, bin mir selbst entflohen. So hockt er am Tisch, der Fremde, wenn ich allein im Zimmer bin. Man sieht nicht sein Gesicht, was wartet, er gekrümmt zur Kralle, harrte des blauen Hauchs, der ihn belebte, dem Mondeslicht, das schwächer in die kalten Haine hängt. Die Tage gingen schnell, glaubt er davon zu fahren auf dem Stuhl, längst hält ein Herbst mit kaltem Haar sein hastiges Gebein verhangen. Er schwimmt in 100 Jahren Schlaf, er ahnt nicht, dass er selber herbstet, vergangen ist, was er vergaß. Der Herbst steht Kopf, der Herbst verhöhnt ihn, er merkt es nicht, er merkt nicht, dass sein Atem hecheln dem Atemlosen fehlt, der händeringend ruhlos durch die Haine rennt und der so oft ihn rief. Verkrallt hockt seine Hand im Haar, das nicht mehr mit ihm denken will, zum Schreien seltsam, trüben draußen, die Sterne, die Nacht ein. Und nur ein kleiner Hinweis, vermeintlich formaler Natur, sein Gedicht, das mit sehr vielen offenen Klammern arbeitet. Also es wird immer eine Klammer gemacht, dann kommt ein Einschub, aber es gibt nie die abschließende Klammer. Und ich glaube, diese Offenheit ist etwas, was mich sehr anzieht an vielen Gedichten von Wolfgang Hilbig, über den wir hoffentlich jetzt ein bisschen sprechen werden. Ja, vielleicht ist eine Sache, die mir bei Hilbig auch immer einfällt, dass das einfach so jemand ist, der also in einer Zeit geschrieben hat, in der es auch wahnsinnig schwer war, an Literatur zu kommen. Und also es gibt irgendwie sehr viele Erzählungen über ihn, die beschreiben, wie er quasi auf die Leipziger Buchmesse gegangen ist und irgendwie Gedichtbände von Dylan Thomas und so einfach abgeschrieben hat. Und auch so dieses Abschreiben von Gedichten und sie sich quasi so zu eigen machen oder dann irgendwie in der Hose rausschmuggeln und denken, dass es einem wieder abgenommen wird, ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich auch manchmal denke, man schafft sich wie so einen eigenen Raum in diesem Abschreiben und in dem selber Weiterschreiben, der eben wie so eine Gegenwelt funktioniert, auch zu der Umgebung. Ich glaube, er hat sich auch, er hatte so seine Spezialbuchhändler, da gibt es eine schöne Erzählung von seiner früheren Frau, Margret Franzlik, die ihm beschrieben hat, wie er, da war er schon, also war er schon, muss so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein, dass er dort
quasi wie so ein Dealer die Bücher bestellt hat, die dann über verschlungene Wege eben aus geheimen DDR-Reservoirs oder irgendwie aus dem Westen geschmuggelt nach mehreren Wochen bei ihm ankamen. Da konnte er eben dann mit diesen Sachen arbeiten. Aber gerade diese moderne sozusagen, also es ist ja nicht nur die französische Tradition, sondern Ezra Pound und solche Leute waren natürlich auch sehr wichtig für ihn, so eine Tradition des Langgedichts eben auch so mythisch angehaucht hat. Das hat ihn, glaube ich, immer sehr interessiert. Das konnte er sozusagen, den Klassenfeind gewissermaßen, konnte er ihn da schon bestellen und dann auch lesen. Und mit diesen Texten, glaube ich, hat er wirklich gelebt regelrecht. Ne? Was ich gleich noch anmerken würde, gerade das Artifizielle bei Hilbig, es gibt eine Stelle in den Gesprächen, wo er sagt, ich wünsche mir, dass sie sich unterscheiden, die zwei Gattungen, Prosa und Lyrik. Und das ist, was ich daran mag, weil ich genau das bisweilen in der Gegenwart vermisse, dass genau sich das unterscheidet, dass man tatsächlich die Arbeit, diese komprimierte, verdichtete Arbeit am Text, am lyrischen Text innerhalb kürzestem Raum sichtbar wird. Und hier wird sie sichtbar. Es ist wirklich ein Riesenunterschied, wenn man ihn in der Lyrik liest und dann eben in der Prosa. Die Mythisierungen sind sowohl da wie auch hier schwer. Aber diese Rhythmik, Metrik, die Metaphernfortführung bis hin zum Ende, das ist etwas, was ich sehr mag. Wobei ich auch sagen muss, auch mir geht es so, dass mir die längeren Gedichte besser gefallen. Tatsächlich gab es jetzt zwei Gedichte, die ich auch ausgewählt habe, die du schon vorweggenommen hast, wo er dort auch in einen gewissen Erzählfluss kommt. Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich diese frühen Sachen, die so sehr in diesen Räumen bleiben und eigentlich sehr auf so einer Wahrnehmungsebene fast sind, wo diese Nachkriegsechos mit drin sind, wo die Sprache auch die ganze Zeit so stockt, also sehr stark finde und auch das Gefühl habe, dass sie so eine Unmittelbarkeit fast haben, also eigentlich anders als diese mythisch aufgeladenen, die auch irgendwie, wenn man das mit jüngeren Leuten oder mit Schülern oder so liest, die verstehen sofort, was irgendwie gemeint ist, was da für eine Situation ist. Ich habe ganz viele so eine kürzeren tatsächlich ausgesucht. Deswegen muss ich die jetzt auch mal ein bisschen verteidigen, weil ich die eigentlich, also gerade diesen ersten Band habe ich wahnsinnig gerne. Und es gibt, ich habe vorher noch mal ein bisschen in der alten Abdeckerei gelesen und da sagt er, ich pflegte meine Kämpfe fast nur mit mir selbst auszutragen, in den Ruinen, in den verborgensten Winkeln jener kriegszerstörten Städten. Und dieses so mit sich selber austragen, und es gibt irgendwie auch Essays über Hilbigs Plattensammlung, wo er irgendwie so Pearls Before Swine und so Psychedelic-Sachen hört, und man kann sich irgendwie so vorstellen, wie er dann auch mit diesem starken Trinken noch dazu, aber wie er irgendwie jetzt auch gerade in diesen frühen Gedichten, die sind so 1966, 67, irgendwie einfach sich in diese Räume begibt. Und wenn ich einfach mal die Überleitung machen würde, dann würde ich mal vielleicht einfach drei aus diesem ersten Band hintereinander lesen. Die sind irgendwie eben sehr stark und auch so diese kriegsversehrte und dann noch DDR-Landschaft ist irgendwie was, ein sehr spezielles Kolorit, finde ich. Warten. Es ist Nacht. Noch sitze ich hier im Licht, am Fenster, die Dunkelheit draußen drängt grausig ans Glas. Jede Nacht zäh, zunehmend, lauernd, mit Rauch, mit fernem Dröhnen von Schalljägern, näher dringend Detonationen. Auf den gellenden Schrei von Scheibe und Wand wartet das Dunkel will, hereinquellen, qualmender, träger, teer, schwarzer, stickiger, lichtloser Brand. Droht draußen, schlaff ein verirrter Schuss schlägt die Flagge ans Glas. Ratlosigkeit. Auf dem Tisch liegen meine Ellbogen, hemdsärmlich meine Hände, haltlos, und meine Blicke und Bücher und Schweigen.
bis ich mich find, irre und betrunken in den späten Straßen, strauchel ich, seh ich, die Himmel hasten, stumm hin über die Dächer, die Hände hab ich verloren. All meine Gesichter hat der Regen gezerrt aus den Bäumen, die kahl rehen, dem Wind nach durch die Abendstraßen. In alle Häuser hat der Wind geweht, all meine Gesichter, die auf den Tischen dort liegen, die wortlosen Bücher sind verblättert. Was nun? Das sind auch schon diese vielen Gesichter. Und eines noch, Befindung. Mein Bett ist leer und es regnet. Ich liege im leeren Bett, es ist kalt und regnet. Nichts liegt auf mir, unter mir, weicht Wasser durch die Matratzen zwischen meinen Beinen, ist nichts. Ich liege allein, abgedeckt ist das Dach, zerschlagen die Fenster. In mir schreit es und es regnet. Niemand liegt im leeren Bett, lasst mich aufstehen. Ja, und einfach diese, es hat auch so was Einsames, auch so zwischen meinen Beinen ist nichts, man ist so, es ist so irgendwie so ein bestimmter Ort, an den man, finde ich, kommt in diesen Gedichten. Und auch da, also diese Nacht, es gibt irgendwie sehr viel Nacht in den Gedichten. Ich habe auch, als ich jetzt in der Vorbereitung nochmal auch quasi durch die Zeiten und die späteren Bände geschaut habe, war ich irgendwie überrascht, dass es eigentlich immer dieses Nacht und Vorträumen und auch so dieser Fluss, in den man steigt und die Sprache, und es ist irgendwie so, wie so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber als würde man quasi in diesem, mit dieser Sprache und mit ihm irgendwie in so eine andere Wahrnehmung schlittern, in der die Dinge anders zusammenkommen und auch nochmal eben die Möglichkeit haben, vielleicht auf eine andere Bedeutung oder... Diese Nacht, die ja wirklich sehr wichtig ist bei Hilbig, hat auch eine sehr pragmatische Dimension. Es gibt ein sehr frühes Gespräch von ihm im Pflasterstrand, wenn ich mich richtig entsinne, eine ehemalige Zeitschrift aus vielleicht Frankfurt, wo er über die sogenannte nächtliche Existenz spricht. Und da ist es ganz eindeutig erklärt, die Gattin, Die Verhältnisse sind sehr beengt, die Gattin ist jetzt, die Literaturwissenschaftlerin ist jetzt fertig mit dem Tag, und da beginnt eigentlich der Tag von Hilbig, nämlich auch die Schreibarbeit. Das ist das eine, und dann die nächtliche Existenz als Metapher und vielleicht auch als Verhältnis zu seinem ersten Gedichtband, so wie ich ihn verstehe und auch wie Hilbig ihn hat, würde ich sagen, verkaufen wollen. Später werde ich noch was dazu sagen, wie man den Begriff Abwesenheit verstanden hat und wie er ihn dann anders verteidigen wollte und verstanden wissen wollte. Und ich glaube, dass die nächtliche Existenz mit der Abwesenheit zusammenhängt und eben auch mit dem Doppelleben, auf das du dann zu sprechen kamst. Genau, natürlich sind Nacht und alle Doppelgänger-Existenzen sind natürlich große romantische Motive, also das ist so ein weiterer Traditionsstrang, der bei ihm eine ganz große Rolle spielt. Speziell die deutsche Romantik, muss man sagen, also Novalis und Co. haben eine ganz große Rolle gespielt. Das ist auch etwas, was er sich dann eben angelesen hat, vielleicht etwas leichter zugänglich war oder verfügbar war dann auch in der DDR. Aber auch, dass diese Nacht einfach was ganz, also ich war mal in Bergen-Enkheim in diesem Haus und da war er auch für das Jahr, und da hieß es eben, dass diese Anwohner, das ist so ein Stadtteil von Frankfurt, immer so irritiert waren, weil er das ganze Jahr seine Rollläden nicht hochgemacht hat. Und hat und Katja Langemüller meinte, ja, die dachten immer, der war nicht da, aber er war da, aber er arbeitet eben nur nachts und tagsüber eben nicht. Und also ich glaube, es war tatsächlich... Also beides, das denke ich eben auch, diese Traditionslinien, aber eben auch ganz blöd einfach die Nacht, in der man auch davon driftet und in der man viel trinkt und viel schreibt und diese Dinge zusammenkommen. Soll ich noch so ein Nachtgedicht, wenn wir gerade dabei sind?
kühle Ode. Auf dem Tisch Brot, Fleisch, Messer, mein Mund voller Durst. Ach ja, der Durst, daneben mein Geruch von Tabak, von Fingerspitzen, von feuchten Aluminiumgeld, Tomaten schimmernd auf weißem Tuch, daneben der Schlaf, ja, der Schlaf jeden Morgens, unbewältigte Vergangenheit, mein Haar aus Schlaf in meiner hohlen Hand, die Stirn nahe der Vase, leer von kaltem Sommer. Daneben der Herbst, gefüllt mit lila Blut, daneben der Krieg, mit Blut bespritzt, daneben das Fleisch, das Messer, daneben das Geld. Und das Zimmer, oh, das ungeheure Zimmer, 5 mal 4 mal 3 Meter, daneben der Tag, ja, der Tag, in welchem Jahr, 39, 41, 59, 61, oder Tag, der Tabak, der Tag, der Durst, der Tag, die Flasche, an einem halbseidenen Abend, und oh, der Schlaf, die Finger, der Schlaf, mein Leben zu kurz, um einige Lieben, daneben Tomaten. Sehnsucht nach einer Orgel. So seltsame Sehnsucht nach einem Klang für diesen langen, vorausgesagten Abend, an dem die Wörter wiederkommen. Sommer, Sommer, ich sagte Sommer. Du, dass die Wärme der wilden Kirschbäume im Gras liegt, der Duft eines späteren Regens sich birgt im Sand, der Rosen am Fuß, der unsäglich dunkelnden Luft ein Fels, der abkühlt. Musik für einen Juni, einen Fels, für diesen Abend betrunken von Stille, für den Sommer, für den Durst der Früchte, für dies Leben, diesen Fels, einen schweren Lobgesang. Du, denk dir, was ich nicht sagen kann, denk meine Sehnsucht nach einer seltenen Musik, nach einer Hymne, die ich nicht singen kann. Also Musik ist, glaube ich, auch der Versuch, immer so eine Art Musik zu beginnen oder ein Lied zu beginnen, irgendwie, was sich irgendwie weit sowieso abzustoßen und dann. Aber gleichzeitig, also das hört man jetzt sehr schön an deiner Auswahl, wir haben über die hochartifizielle Sprache gesprochen, aber gleichzeitig gibt es bei ihm den großen Impuls, das schreibt er auch in einigen Reden und Essays, dass eigentlich ein Text, egal ob Erzählung oder Gedicht, bei ihm immer einen autobiografischen Anlass hat und dass das, was er in die Sprache holt, er immer selber geschmeckt, gerochen, gehört und durchlitten haben muss. Ne? Und das hört man in diesen Szenerien, in die Sprecher hier gestellt sind, natürlich, die immer am eigenen Körper ansetzen, so hatte ich jetzt den Eindruck, und das direkte Umfeld, soziale Umfeld, und sei es im eigenen Haus oder so, einholen, hört man natürlich sehr gut. Und das finde ich das Spannende, dass er so auf der einen Seite sagt, es gibt diesen autobiografischen Anlass und in jedem Text wird auch etwas für ihn durcharbeitet. Und auf der anderen Seite gibt es die Aussagen, und das merkt man an den Texten, dass es keine Wirklichkeit außerhalb der Sprache oder dass nur die Sprache die Wirklichkeit des Gedichts erzeugt, also genau die entgegengesetzte Richtung. Und er unterläuft natürlich dadurch so klassische Unterscheidungen wie Confessional Poetry hier und Language Poetry dort. Und das ist das Schöne, dass er so einen, da ist er wirklich das ganze Schreiben und kein Lagerdenken sozusagen nötig ist, weil er tatsächlich alle diese Impulse in seinem Schreiben irgendwie drin hat und sich auch nicht da, hatte ich den Eindruck, immer auf die eine oder andere Seite gewissermaßen schlagen muss. Ja, und vielleicht auch, dass diese körperlichen Wahrnehmungen irgendwie dann auch viel von dem großen ungemütlichen Raum draußen spiegeln oder auch von der politischen Situation letztlich. Also ich habe das Gefühl, das wird irgendwie alles ziemlich ineinander, wie sagt man denn? Übergeleitet? Verblendet? Also ineinander geblendet. Ineinander. Soll ich dieses eine ganz bekannte von ihm auch, ja, Abwesenheit. Wie lang noch wird unsere Abwesenheit geduldet? Keiner bemerkt, wie schwarz wir angefüllt sind, wie wir in uns selbst verkrochen sind, in unsere Schwärze. Nein, wir werden nicht vermisst. Wir haben starke, zerbrochene Hände, steife Nacken. Das ist der Stolz der zerstörten und toten Dinge,
schauen auf uns zu Tod gelangweilte Dinge. Es ist eine Zerstörung, wie sie nie gewesen ist. Und wir werden nicht vermisst. Unsere Worte sind gefrorene Fetzen und fallen in den geringen Schnee, wo Bäume stehen, prangend weiß im Reif. Ja, und reif zum Zerbrechen. Alles, das Letzte ist uns zerstört. Unsere Hände zuletzt zerbrochen, unsere Worte zerbrochen. Komm doch, geh weg, bleib hier. Eine restlos zerbrochene Sprache, einander vermengt und völlig egal in allem, und der wir nachlaufen und unserer Abwesenheit. Nachlaufen, so wie uns am Abend verjagte Hunde nachlaufen mit kranken, unbegreiflichen Augen. Vielleicht wäre das ein guter Moment, ich meine, ich habe noch, aber wir einfach mal an diese Abwesenheit zu reden. Wenn du etwas dazu sagen möchtest? Nee, du hast es gerade schon, du hast ja schon den Auftakt gemacht. Also es gibt in einem, wiederum in einem Gespräch, da spricht er, wie es dazu kam, etwa, dass der Band überhaupt so hieß. Und er sagt ganz klar, der Lektor wollte das. Und wenn man sich das anschaut auf der Erstausgabe im Fischer Verlag, was dazu, wie das Buch sozusagen verkauft wird, es heißt, Abwesenheit ist Hilbichs erster Lyrikband. Er darf in der DDR vorerst nicht erscheinen. Seine Gedichte, sie entstanden zwischen 1965 und 1977, verweigern sich der verstellten Räume, der verdorrten Sprache und der schrecklichen Zufriedenheit. In der krassen Dinglichkeit der Einsamkeitsbilder sind sie mächtige und unruhige Zeugnisse einer verteidigten Hoffnung und einer brennenden Sehnsucht nach Anwesenheit. Er hat das durchgehen lassen. Er trägt Mitverantwortung für das, was dann zu letztlich zu seiner Rezeption wurde. Wirklich, an diesem das Foto zeigen, das ist ja fast wie Richard Kleidermann oder Howard Carpenter, ne? Wie er da inszeniert ist mit Er war mit Strahlglanz an den Haaren hinten. Er war in der Jugend ja auch Boxer, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Der Kampf, also die Metapher des K.O. in dem Verlaine-Gedicht ist vielleicht auch so zu verstehen. Wenn ich aber noch einmal anknüpfen darf an das, was ich sagen würde dazu. Er hat mit zu verantworten, dass er als DDR-Autor verstanden wurde, als auch Arbeiterschriftsteller. Er wollte sich nicht als solchen bezeichnen lassen und zog vor Arbeiter und Schriftsteller. Also sozusagen die Differenz sollte markiert werden in diesem Und. Später, und das wollte ich sagen, später versucht er wiederum dem entgegenzuwirken und sagt, eigentlich will ich diese Rückkopplung des Begriffs Abwesenheit nicht haben, diese Kopplung des Begriffs an die DDR, an die Zensur, an die verunmöglichte Veröffentlichung dieses oder jenes Buches. Und er kommt zu sprechen, ebenfalls auf einen Franzosen, auf Mallarmé. Und das ist, wo er sagt, mit Abwesenheit, und da spielt noch einmal die nächtliche Existenz vielleicht eine Rolle, mit Abwesenheit ist der Ort der Poesie gemeint. Das ist sein Wortlaut, der Ort der Poesie. Ich weiß nicht wirklich, woher das stammt in Mallarmé, aber so versucht er, das Ganze umzuleiten und wegzulenken von dieser recht verfestigten DDR-Marke, die er auch nicht mehr sein wollte, irgendwann spätestens nach dem deutsch-deutschen Literaturstreit, der sich entzündete an Christa Wolffs Was bleibt. Er ist sozusagen einer der wenigen Überlebenden dieses deutsch-deutschen Literaturstreits. Und das ist sehr spannend. Das heißt, irgendwie ist ihm gelungen, aus dieser Provinz der Kopplung des Begriffs Abwesenheit an die DDR zu entkommen und das Ganze zu universalisieren. Seine Themen, du sagtest ja, er sei ein Erinnerungskünstler. Ja, die Erinnerung bezieht sich aber nur auf eine bestimmte Provinz. Das ist, was wir jetzt unter den neuen Bundesländern kennen. Aber wie hat er es, und das wäre meine Frage, wie hat er es geschafft, diese Themen, und wieder das Wort, so zu verkaufen, dass sie einen universellen Charakter bekommen? Das ist sozusagen die Frage, die ich mitbringe.
Und in Abwesenheit verkauft er eben über diesen doch recht vagen und allgemeinen Begriff Abwesenheit. Das versteht man vor der Wende so und nach der Wende so. Man muss sich vorstellen, der Autor ist tot. Man weiß überhaupt nichts über Hilbig. Und dann beginnt die Projektion des Lesers, der Leserin in dieses Wort, in diesen Begriff, der so stark, so stark belegt ist und dann wiederum auch so leer ist. Aber er hat natürlich schon, also es ist ja dieser schöne Band jetzt gerade erschienen mit seinen Essays, Reden, Interviews, also nicht nur, dass er natürlich eigentlich sein ganzes Leben und eben gerade auch die Zeit dann in der BRD sozusagen oder im Westen immer wieder darauf zurückgeworfen worden ist, immer wieder danach befragt worden ist. Und er hat natürlich selber auch sehr oft diesen Begriff auch später noch verwendet und hat so eine ganze, also er ist nicht leer, sondern er beschreibt es sehr schön, dass die Abwesenheit, jetzt mal aufs Klischee runtergebrochen, dass das Daseinsgefühl in der DDR war, und zwar deswegen, weil es, und er macht es an der Sprache fest, dass die Sprache in der DDR, die offizielle Behördensprache, eben eine so entleerte Sprache war, die nur noch aus Ritualen besteht, dass sozusagen keine Realität, also er hat da ein ganz eigenes Realitätsverständnis, mehr in diesen Wörtern enthalten war und man das dauernde Gefühl einer Abwesenheit schon in der Sprache eigentlich hatte. Und seine Suche wiederum war dann nach einer realen Sprache, wie er es nennt, und darunter versteht er tatsächlich eine Sprache, die etwas mit der Realität in der DDR zu tun hat. Das ist ja auch spannend, also dass er das in Selbstäußerungen so beschreibt, aber gleichzeitig gibt es fast auf derselben, im selben Interview Aussagen, die eben die hochartifizielle Sprache, die eigentlich nichts mit der Alltagssprache zu tun haben soll, ne? Sich in diese Richtung zielt. Und ich glaube, vielleicht so der Link für diese, um das zu vermitteln, ist so der Begriff der Atmosphäre, der bei ihm eine ganz große Rolle spielt. Das hat er auch immer wieder betont, dass er erstmal davon ausgeht, gar nicht so sehr, dass das Gedicht oder auch die Erzählung sei etwas, das mit Erkenntnis zu tun hat, sondern nicht, dass Atmosphäre nichts mit Erkenntnis zu tun hätte, aber er muss sozusagen ein Gespür für die Atmosphäre bekommen, wenn man jetzt an Leute wie Gernot Böhme, die das theoretisch bestimmt haben, denkt, das ist sozusagen dann immer ein Zusammenspiel des Wahrnehmenden und der Szenerie oder der Wahrnehmungsmomente, mit denen er es zu tun hat. Und erst in diesem Zusammenspiel, diese Verkopplung, Durchdringung beider Sphären, entsteht dann so etwas wie Atmosphäre. Und das scheint für ihn sehr wichtig gewesen zu sein. Und da kann natürlich dann eine atmosphärische Essenz etwas sein, was so eine Lebenswirklichkeit in sich beinhaltet, aber gleichzeitig sprachlich dann in eine sehr künstliche Richtung zielt. Zu diesem Sprache der DDR gibt es auch von 1966 hier in diesen verstreuten, nicht veröffentlichten Sachen auch eins, wo er dann sagt, hilf mir und sieh, wie meine zornige Zunge blutet in einem Wald von Fahnenstangen, Häusern und gepflegten Höfen und so. Man kann es sich irgendwie, also es sind ganz oft so Sachen aus dieser Zeit, wo er irgendwie, wo man auch das Gefühl hat, das ist schon so ein Anreden und es ist eben auch diese Enge, die da rundherum herrscht. Und diese Atmosphäre ist aber, finde ich, auch was irgendwie erstaunlich ist, wie gut die funktioniert. Also das wäre vielleicht dann auch so eine Frage, wie schafft man es aus eigentlich so einer an sich erstmal kleinen und begrenzten Welt irgendwie so einen Funken zu schlagen, dass man sich dafür auf einmal interessiert. Und auf einmal ist irgendwie das Heizhaus und diese ganze Fabrikgeschichte und so ist auf einmal irgendwie was, wo man denkt, ah ja, das ist, man geht da rein und man erkennt es wieder. Und gleichzeitig, wenn man sich Bilder aus derselben Zeit anschaut in der DDR, dann hat man wirklich eher das Gefühl, so, es ist ein Wunder, dass sie ihn nicht erstickt hat. Also ich würde sagen, wenn man sich jetzt überlegt, wie hat er das eigentlich formalsprachlich gemacht, das ist ja die große Kunst, dass er sozusagen das, was ich vorher kurz zitiert habe als theoretische Aussage, er muss es geschmeckt, gerochen haben, dass er das in der Sprache versucht und zwar nicht nur über die Hauptsinne sehen und hören, sondern tatsächlich versucht, Ausdünstungen an irgendwelchen Wänden und sowas ist immer ein ganz großes Thema, etwas, was ausgeschwitzt wird, also es geht um das Haptische, es geht um etwas, was man riechen kann, spüren kann. Und dann läuft natürlich das in einer Verkopplung, diese metaphorische Ebene mit einem wahnsinnigen Rhythmusgespür. Also da kriegt mich das, was du auch meintest, mit dem Sog, in dem man gezogen wird oder in dem man sich aufgehoben oder auch verstört wiederfindet. Das hat sehr viel mit seinem rhythmischen Können zu tun. So wie er antike Metren eingezogen hat, aber eben auch sehr streng jambische Formen und sowas, Sonette schreiben konnte und sowas und diese Variation. Also da
da bin ich drin und ich würde das immer, wenn ich das versuchen müsste zu beschreiben, über diese rhythmischen Momente mit versuchen einzufangen. Ja, was ich vielleicht noch ergänzen könnte, du hast ja das Buch schon genannt aus der Friedenauer Presse, die Arbeit an den Öfen, und dieser ersten Erzählung folgen dann die Territorien der Seele. Und wie schafft er es in dieser Erzählung, die Arbeit an den Öfen, diesen Schritt zu machen, also aus dieser irgendwie abgelegenen Welt der DDR eine Brücke zu schlagen zu etwas Universalem? In der Erzählung geht es darum, dass irgendwann Parteifunktionäre kommen und sie wie gewöhnlich Prospekte und Broschüren der Partei, die in den Büros lagen, entsorgen wollen und sie im Kesselhaus verbrennen wollen. Und plötzlich, innerhalb von wenigen Sätzen, von vielleicht zwei Absätzen, schafft er den Schritt, natürlich anhand seiner Sprachkraft, zu das Kesselhaus verstopft sich zu einem Purgatorium, zu einem sozusagen zu Dante. Plötzlich, nicht, dass der Name genannt werden würde, wird er gar nicht, sondern plötzlich ist das ganze Ding verstopft und von einem Absatz auf den nächsten explodiert alles und man befindet sich in dieser Hölle. So schafft er das. Also das ist so meine Frage, warum ist eigentlich nicht ein Leidtragender dieser schon unfairen Frage des deutsch-deutschen Literaturstreits, was ist eigentlich hier eine würdige Literatur, die aus der DDR kommt? Und er hat irgendwie die Leute von sich überzeugen können durch solche Kniffe. Ich habe ja gesagt, und du hast es ja auch erwähnt, es ist eine schwere Demütisierung, die stattfindet, sowohl in der Prosa als auch in der Lyrik und auch in den Romanen. Vielleicht darf ich überleiten zu diesem Text, den ich vorlesen würde, vielleicht anstatt eines Gedichts, aber bitte. Ich würde nur kurz sagen, weil mir gerade Fühmann so stark einfällt, also Franz Fühmann als jemand, der dann eben genau an diesem Problem auch von Arbeiterliteratur so wahnsinnig sich abarbeiten musste, weil er irgendwie über Berg, also es gibt dieses Im Berg, wo er jahrelang versucht hat, irgendwie in den Bergbau zu gehen und auch bei den Arbeitern mitgefahren ist und dann so Probleme bekommen hat mit den Kolonnenchefs und Leuten, die ihm dann quasi reinreden wollten, in seinen auch eher mystischen Ansatz, das Ganze wirklich groß zu erzählen. Und es ist wirklich Wahnsinn, wenn man so diese Fragmente liest und gleichzeitig kriegt er dann so ganz banale, unangenehme Briefe, was er denn alles zu berücksichtigen habe, wenn er über den Arbeiter in der DDR und das Bergwerk schreiben wollte. Und also so diese Eingrenzung, es fiel mir jetzt nur gerade als Beispiel noch ein, dass es einfach gar nicht so was Theoretisches war, sondern da ganz konkrete Ansprüche auch gestellt wurden. Und das haben die sich ja auch untereinander erzählt. Also man wusste ja, womit man umgeht. Sorry. Was ich vorhatte, es ist nichts Spektakuläres. Ich bediene mich aus einem längst vergangenen wissenschaftlichen Fundus. Es ist eine recht schlechte Wissenschaftsprosa, die ich gleich vorlesen werde. Sie ist kurz, aber es geht eigentlich nur um die Beobachtung, die ich gemacht habe und die ein bisschen weiterführend ist bezüglich dieser Frage nach Provinz und Universalia. Und da habe ich, ich nenne das mit einem bestimmten Literaturwissenschaftler, mit Tomek, eine Universalisierungstechnik. Und ich versuche das anhand bestimmter Beobachtungen noch mit Beispielen zu ergänzen. Es ist ganz kurz und da ich sowieso meine Gedichte, meine Auswahl werden sowieso immer kürzer, sie wird immer kürzer. also schlechte Wissenschaftsprosa, es geht um die Botschaft dahinter. Ein Bewusstsein für die Rezeption ostdeutscher Literatur entstand in der Folge des in den 90ern stattfindenden sogenannten deutsch-deutschen Literaturstreits, der im Besonderen um Christa Wolffs im Sommer 1990 erschienene Erzählung »Was bleibt?« im Allgemeinen um die ostdeutsche Literatur überhaupt geführt wurde. In diesem Literaturstreit sieht Heribert Tomek die Gefahr einer symbolischen Abstufung für Autoren der Post-DDR erwiesen.
So wurde der Universalanspruch der Literatur Christa Wolffs und anderer entwertet und in der Folge zu einer quasi regionalen Problematik, zur Problematik einer spezifischen Post-DDR-Identität abgestuft. Einige ostdeutsche Autoren, und Hilbig gehört dazu, konnten dieser Abstufungsgefahr deshalb entgehen, weil sie, so Tomek, auf Strategien der Universalisierung von DDR-spezifischen Erfahrungen und Deutungsmustern setzten und ihrer Autorposition in Abgrenzung zu anderen Autorpositionen sichtbar machen konnten. Die einzige Universalisierungstechnik, die Tomek aus Hilbigs Repertoire hervorhebt, ist das ostmoderne Schreiben. Diese Bezeichnung fasst insofern auch Hilbigs literarische Tätigkeit gut zusammen, als er von Anfang an um die literarische Verarbeitung kultureller, kulturpolitischer und politischer Brüche und Krisen unter besonderer Berücksichtigung von Identitätsfragen bemüht war. Bei Tomek, wie weitgehend in der Forschung unbesprochen, bleibt Hilbigs Universalisierungstechnik der Inanspruchnahme einer gesamtdeutschen Identität, wenn er sich etwa auf den Auschwitz-Topos beruft. Ein hilfreicher Aufsatz zu diesem Thema, und sie ist auch die Mitherausgeberin eines doppelten Bandes im Verbrecherverlag zur Lyrik Wolfgang Hilbigs, ist Benedikt Theris' Auschwitz in Wolfgang Hilbigs Texten aus dem Westen. Dann gibt es einen anderen Wissenschaftler, er vergleicht Hugo von Hofmannsthal's Chandos Brief mit Hilbigs Aufruf zum Widerstand, einem ebenfalls in Briefform verpackten Text an den fiktiven Adressaten Lord Chandos. Dieser Literaturwissenschaftler weist darauf hin, dass es sich bei Hilbigs Literatur insofern nicht einfach nur um eine moderne Sprachkritik handelt, als diese mit einem, Zitat, Geburtsfehler von pathologischem Rang geboren wurde. Damit spielt er auf die Bemerkung Hilbigs an, er leide seit der Geburt an einer Aphasie, die ausgelöst wurde durch die Ermordung von 2200 jüdischen Männern, Frauen und Kindern just an seinem Geburtstag am 31. August 1941 in Meuselwitz, seiner Geburtsstadt. Eine weitere Universalisierungstechnik Hilbigs ließe sich ausmachen, wenn man den Roman Ich, wie Emmerich, einer der führenden Forscher von Hilbig, auffasst. Ihm zufolge geht es Hilbig um die strukturelle Nähe dessen, was Schriftsteller und Spitzel auszeichnet, nämlich die beiden gemeinsamen konstitutionellen Eigenschaften Neugier, Wahrnehmungstrieb, Forscherdrang und Aufschreibesucht. Dabei verwischt er konsequent alle Unterschiede zwischen Literatur- und Geheimdiensttätigkeit. Demnach gibt es eine Wesensverwandtschaft zwischen Literatur und dem Schrifttum des Staatssicherheitsdienstes, die es verunmöglicht, jenes Wahrnehmungs- und Aufschreibesystem von diesem abzugrenzen. Und das ist die Universalie. Damit wird impliziert, dass Literatur eine Art Spitzeltätigkeit und dass das Schrifttum des Sicherheitsdienstes eine Art Literatur ist und somit fiktiv. Und ich könnte so weitermachen, irgendwann vergleicht er auch den Literaturbetrieb mit dem Staatssicherheitsdienst. Und auch das, etwas DDR-Spezifisches wird herausgerissen aus dem regionalen Zusammenhang, um in einem anderen Bereich das Ganze aufgehen zu lassen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ich finde, dass Hilbig das auch in den Gedichten tut. Du machtest aufmerksam auf die Franzosen, auf die literarische Bildung. Er hält da nicht hinterm Berg. Er sagt, ich bin in dieser Tradition, in dieser, was Tomek sagt, in dieser ostmodernen Tradition, in der modernen Tradition, die ein bisschen später kommt als die westdeutsche Moderne. Ja. Das mit den Stasi-Akten, ich verstehe es jetzt noch nicht ganz. Wenn man diese Akten mal gelesen hat, dann weiß man, dass das irgendwie ganz furchtbare, gelangweilte Leute sind, die ihre Hässigkeiten über ihre Nachbarn oder über ihre Objekte aufschreiben. In einer teilweise, also ich habe diese ganzen Fühlmann-Akten gelesen und vielleicht stehe ich jetzt gerade ein bisschen
hinterm Berg, aber diese Aufschreibesucht eines Schreibenden, also weil du das Wort gerade genannt hast, eines Schreibenden und eines, der dafür der beauftragt wurde, um irgendwelche Nichtigkeiten zu protokollieren, die am Ende vielleicht irgendwie eine Schlinge für jemanden bilden könnten, ist für mich doch irgendwie, sind zwei vollkommen verschiedene Planetensysteme. Wovon ich gesprochen habe, ist ja im Grunde nur der Roman Ich. Das ist so die Hauptthese des Romans. Es ist Spitzel und Zensor, also sozusagen Spitzel und Schriftsteller und so weiter. Und das wird mehr oder weniger gleichgesetzt. Ich war noch nicht bei der Frage, um welche Art qualitativ gesehen von Literatur es sich dabei handelt. Natürlich könnte man sagen, ist die Spitzelliteratur eine sehr schlechte. Ich kenne auch einige Spitzeleien, zum Beispiel von Sascha Andersson, über Hilbig, und da liest man das und da denke ich erstens, irgendwie ist das Ausdruck von Konkurrenz. Hier wird innerhalb der Dokumente ein Konkurrenzverhältnis aufgebaut. Und sozusagen eine literarisch-qualitative Abstufung der Literatur, so könnte man das verstehen, was ich meine. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich würde es auch nicht lesen. Jedenfalls, es geht noch nicht darum, ob das eine gute oder schlechte Literatur ist, sondern nur, dass sie über diese Kategorien Neugier, Wahrnehmungslust und so weiter, wie die Tätigkeit der Spitzel funktioniert. Und Simulation, glaube ich, ist auch Simulation ein Begriff. Der von Baudrillard, einer der wichtigsten Begriffe. Ja. Aber in welche Richtung zielt denn nochmal genau deine Frage, die jetzt aufbaut auf dem Ganzen? Das ist sicher auch eine Frage, die mit uns zusammenhängt. So, wir sind nicht so die typischsten, also ich sowieso nicht, ich komme aus Siebenbürgen, ostdeutschen Autoren. Und dass man das zum Ausdruck bringen sollte, dass es sich nicht um einen reinen ostdeutschen Autor handelt, ist wichtig. Und er hat diese Strategien angewendet und, wie ich finde, sogar sehr erfolgreich. Am Ende waren es 18 Literaturpreise. Das muss man bedenken. Wenn man bilanziert, muss man das bedenken. Und er war anders in der Lage, das zu tun als andere Autoren. Ich weiß nicht, man könnte jetzt ganz viele Autoren nennen, die als ostdeutsch gelten und die irgendwie nicht so erfolgreich wurden wie er. Und das ist eine mich faszinierende Frage. Ich hätte gerne auch noch Stimme gelesen, vielleicht ein einziges Gedicht, wo es ebenfalls darum geht, sich zu positionieren anhand von bestimmten Namen. Stimme. Eine Trunkenheit ist gewichen aus meiner Stimme, Rimbaud ist gewichen aus meiner Stimme. Einst flossen die Worte schwer aus meinem Mund, es war meine Mohnblüte im Mundwinkel, ich sah Phosphor über Phosphor, oh, so grün und Gras und graue Herden von Wolken wandernd zu den violetten Abenden. So oft ich den Weg durch den Garten nahm und hörte die Geräusche des nahen Sees, schossen die Blumen bis unter die Sterne, Wind war, der Sand so hell in der Nacht, sang mir der See herüber ins Haus. Aber Rimbaud, gewichen aus meiner Stimme, wo sind wir? Denn jetzt sag, wer ersäufte, was wir sangen. Das Holz ist sauer, ausgelaugt und klanglos. In den Höfen Berge von Flaschen, die Hälfte zertrümmert. Holz, Wolle, modert, nasse Asche, verfaulte Bretter, Ziegelsteine, Bröckeln, Lärm, ein toter Lärm. Ein ohnmächtiges Missgeschick, ohnmächtige Schmerzen, schrilles Seufzen unserer Schritte auf haltbaren Brücken, oh, welch ein November zwischen den Rosen des Sommers. 100 Heuschrecken jagen durch meinen Hals, dazu dein 100-jähriges Verweigern, Rimbaud, die Haut. Die brannte, ist im kalten Laken erstickt, Brackwasser quietscht im Holz der Worte. Alte Narren gehen fluchend durch den Garten, wühlen mit grober Pfote nach glitschigen Würmern. Zottige Katzen mästen sich mit Fischen, der Sand ist mit Schilfern besät. O,
Neurosen des Gewinns, es schleift ein wächsernes Münzgeklingel durch, die violetten Abende des CSO Hinterhof, einer finsteren Kneipe Heimstatt, da ich an die Angel ging, wer verlor uns Rambo? Was ist das, wohin wird die chemische Rose aus unseren Köpfen verkauft? Wirklich war der Mohn so grün und rot, so rot der Phosphor doch, starres Gold verwechselte den Klang, wenn Morgensonne, Abendsonne sang. War das Chemie oder Schweißtropfen von ungeheuren Engeln schmelzend? Was sprach, denn waren es Ströme von Brücken verwirrt? Und was in den bleichen Auen rauchenden Teichen war es, was sang? Ungeheuer steig du aus meinem Bett, du stinkst nach Essig, durch deine Brust fährt Froschgeschrei, dein Mund schmeckt nach Fisch und Tinte, wie schwitzt dein schuppiger Wanst, wie kalt ist dein kurzer Schlaf. Saures Holz, meine Worte, die Lüge schreit, sicher ist es, Lüge, was ist, und ich selbst bin's, dies Ungeheuer, geschändet, längst vom Händlerpack von eifernden Greisen, und alles, was sang, Rambo, du toter Mann in meinem Kopf, war Schweigen aus Tropfengeklirr, Stille aus Sonnenglas, Schweigen sanfterer Nächte. Ja, ein langes Gedicht, eine starke Positionierung anhand eines aufreimenden Abarbeiten am Rambo. Und das geht so weiter mit Mallarmé, mit Baudelaire, mit Verlaine, wie wir es auch gehört haben, und über andere Autoren, auch über die Theorie von Baudrillard. Das war die Kategorie der Simulation, die relevant ist im Roman Ich etwa. Ja. Ich könnte vielleicht noch ein Gedicht lesen. Diese von Lichtahnen überkommene Nacht wird dunkler, dunkler von Nachfahr zu Nachfahr, die Väter im Finstern schon immer, niemals mehr sichtbar, ach, in der Kälte reif umschlossener Hirne geschmiedet, der trügerischste ihrer Namen, Gott, und ganz bewohnt von diesem Dunst der Raum, und eh der Sohn den Enkeln sich entweihte, auch er schon trug im unerhörten, unsichtbaren, weltentfernter Stern, der unbeachtet stürzte, Vaterstimme, o weißes Verheeren, vergangene Parke, im Fatumslaub der Frühlingsnacht, fleischduftende Neuschnee und im Dunkel gebliebenen Blut, jene kalten Nabel von Namen. Das passt zum 80. Geburtstag von Hilbig. Das Gedicht, und ich belasse es dann auch dabei, heißt Der Zufall, und es im Untertitel heißt es Gedicht zu meinem 60. Geburtstag. So viel der Guten habe ich überlebt, Erbarmen, dass ich mir Jahre nahm, die ihnen zur Vollendung fehlten. So viele Todesstunden überstand ich, und aus keiner hinterblieb ich weise, niemals lernte ich draus auf meiner Bahn. Nicht ich bin einer jener nachtverwehten Armen, die tauben Ohrs die Welt verließen, schweißbedeckt und kalt die Oberwelt. Bin keiner dieser schönen, allzu früh Entseelten, ich blieb zurück, und nach mir schlug der Wahn. Auch er schlug fehl, ich bin des Zufalls schiere Ungestalt, und nun müsst ihr mich überstehen. Erbarmt euch meiner. Ja. Ich habe mir dazu jetzt keine so großartigen Gedanken gemacht. Ich habe für mich die schönsten Gedichte ausgesucht. Und gerade bei diesem Zufallsgedicht, ich dachte, das würde passen zum 80. Geburtstag. Wenn ich das lese, wenn ich die Gedichte lese, ohne sie laut zu lesen, dann stockt es bei mir. Irgendwie stockt es bei mir. Es ist beinahe ametrisch, obwohl es
der dominante Jambus ist, arrhythmisch. Und erst im Lesen gewinnt der Text eine gewisse Rhythmik, die sich dann hinwegsetzt, dann auch über den Jambus, der so alternierend und recht monoton ist. Das heißt, da würde ich eher die Rhythmik akzentuieren als die Metrik, die, wenn man sie wirklich durchhält, eigentlich den Text zerstört. Du hast es ja sehr dezidiert jetzt theoretisch beschrieben. Mich würde mal interessieren, das haben wir so ein bisschen vielleicht umschifft jetzt, aber also weil du sagtest, 80. Geburtstag, mir ist aufgefallen, oder mein Eindruck ist, Hilbigs Ruhm pulste noch einige Zeit nach seinem Tod nach und inzwischen ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Wie wichtig ist denn für euer Schreiben, ganz individuell, aber auch vielleicht dann, wenn man sich als Vertreter einer bestimmten Schreibgeneration sieht oder so, aber vielleicht erstmal die erste Frage, gibt es Einflüsse von Hilbig tatsächlich? Habt ihr mit Gedichten gearbeitet, jetzt ganz bewusst, von den vielen unbewussten Filiationen, die es immer gibt, weil man auf bestimmte Sachen untergründig anspringt, mal ganz abgesehen. Aber gibt es Hilbig-Einflüsse, die man ganz klar markieren könnte oder Phasen, in denen für bestimmte Gedichte, bestimmte Erzählungen oder Gedichte oder vielleicht auch der Roman Ich oder etwas in der Art wichtig war? Also für mich war, glaube ich, tatsächlich die Abwesenheit lange sehr, sehr wichtig. Und ich merke manchmal, also jetzt beim Wiederlesen, ich hatte jetzt auch eine Weile nicht so viel gelesen, das ist tatsächlich manchmal so Titel oder irgendwie Sachen, wo ich denke, aha, wart ihr mal Nachbarn? Oder also das ist aber eher dieses Unbewusste. Und es gibt natürlich irgendwie Leute wie Sascha Kokot oder so, wo ich irgendwie denke, die arbeiten ganz stark in der Tradition, vielleicht auch Nancy Hünger ein bisschen manchmal. Also es gibt, glaube ich, ganz viel, also ich wüsste schon, es bringt jetzt vielleicht nichts, wenn man die so alle so auflistet, aber ich glaube, das ist schon irgendwie sehr, sehr stark auf eine Art. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, was es ist, ob manchmal sind es die Schauplätze, dass man das Gefühl hat, die Leute gehen so in diese Schauplätze hinein, dass das unheimlich stark ist, aber ich glaube auch irgendwie diese, was wir so unscharf mit Atmosphäre umschrieben haben, dass das irgendwie auf einige doch einen großen Reiz hat. Es ist eine schwierige Frage. Ich schätze an der Lyrik, dass er so streng ist mit sich selbst, dass er wirklich arbeitet am Text und dass tatsächlich zu merken ist, dass da wirklich etwas Künstliches stattfindet, das so nicht gesprochen wird im Alltag. Das ist etwas, was ich auch verfolge, das mich interessiert. Ich möchte nicht so Larifari irgendwie etwas aufschreiben, weil mir das gerade einfällt. Also es muss bearbeitet sein, es muss derart entfremdet sein, dass ich sage, okay, selbst wenn es nur durch die Metrik ist, bei mir ist es nicht der Jambus, bei mir ist es der Dactylus, aber selbst wenn ich das nur metrisieren muss, es muss durch diese harte Schule der Entfremdung gehen, weil ansonsten ist es mir irgendwie, da werde ich skeptisch, irgendwie ist es zu leicht dann. An den Romanen mag ich die steilen Thesen. Ich finde das großartig, dass jemand sich daran traut und etwas behauptet, was eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Insofern hast du recht natürlich. Wie kann man denn Literatur mit der Stasi, wie kann man den Literaturbetrieb mit dem Stasi, mit dem Staatssicherheitsdienst vergleichen? Das geht an sich nicht, aber dass das so eigentlich schlagend ist, wenn man über bestimmte Kategorien das Ganze zu erzählen versucht. Ich finde das großartig, dass man zu solchen steilen Thesen sich heranwagt und sie auch dann versucht auszuführen. Das Allergroßartigste sind die Erzählungen, denke ich, in dieser Knappheit, in diesem Zwischenstadium zwischen Roman und Lyrik, will ich einfach nur genießen. Was mir sehr wichtig ist an Hilbig, ist eigentlich der letzte Band. Hier spricht zum ersten Mal in meinem Leben letztlich durch über meine Erfahrungen im Literaturbetrieb. Warum geht es mir eigentlich so schlecht dabei? Warum ist es ein ambivalentes Verhältnis zum Literaturbetrieb? Warum ist es kein rein ablehnendes und kein rein zustimmendes Verhältnis zum Literaturbetrieb? Und er spricht darüber in fast jedem Gespräch, das er führt. Und da stellt sich noch einmal die Frage nach der Abwesenheit, sozusagen nach dem Ort der Poesie. Er zeigt sich zum Teil derart
belästigt vom Literaturbetrieb, also von den Anfragen, Interviewanfragen, Radioanfragen, Fernsehanfragen, dass sie sich zum Beispiel etwa nach Bekanntgabe des Büchnerpreises 2002 mal sagt, Gott, ich nehme das Geld und verschwinde jetzt für ein paar Monate, Jahre, um nur zu schreiben. Auch da noch einmal der Ort der Poesie, nämlich die Abwesenheit, hier gemeint als Abwesenheit aus diesem Trubel der Stadt. Also ich glaube, Hilbe spricht in den Gesprächen etwas aus, was ich auch erfahre. Es gibt sehr viele Nachteile, sich in diesem Betrieb zu bewegen, aber auch viele Vorteile. Die ganzen Bekanntschaften, die anregenden Gespräche, die gegenseitigen Befruchtungen, und das findet sich in diesem Band wieder, und das ist das, was ich gebraucht habe. Das ist für mich eine Orientierung, die ich immer wieder zur Hand nehme, bestimmte Formulierungen. Jemand, der mit sich kämpft, dann letztlich auch einen Roman darüber schrieb, und das ist das Provisorium natürlich. Also was mich an dem Essayband fasziniert hat, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, zum Teil ein neues Hilbig-Bild bekommen zu haben, eben weil ich gemerkt habe, er hat unter diesem Betrieb gelitten, klar, aber er hat ihn auch wahnsinnig gut bespielt. Er war ja ein wahnsinniger Meister in der Selbstinszenierung und konnte sich da genau, also das hat er auch reflektiert, ne, auch in früheren Zeiten schon. Also es gibt ein schönes Gespräch, glaube ich, da markiert er sozusagen, eigentlich war er ja kein typischer DDR-Autor zu diesen Zeiten, als er gerade im Westen veröffentlicht hatte. Aber es gab ja eine Erwartungshaltung von Seiten des Westens, wo er dann auch erfolgreich sein wollte, an einen DDR-Autor, zum Beispiel, dass der erfolglos versucht hat, Gedichte zu veröffentlichen, was Hilbig gar nicht gemacht hatte. Und dann hat er angefangen, so beschreibt er es selber, schlechte Gedichte von ihm irgendwohin einzureichen, damit er die Ablehnung bekommt, die dann sozusagen der Ausweis dafür, dass er tatsächlich dafür ist, dass er tatsächlich ein DDR-Autor ist, der nicht veröffentlicht durfte und sowas. Ne? Diese eine Anzeige, die er selber mal geschaltet hat, wo er einen Verlag sucht, ja, und so. Meinst du, das gehört damit zur Inszenierung? Das ist vielleicht ein bisschen früher noch gewesen, ja, genau. Das sind also ja auch jetzt Deutungen sozusagen Jahre später aus den 90er Jahren in Interviews. Also da spielt ja dann die Selbstinszenierung auch eine Rolle. Aber ich glaube, das ist vielleicht, wenn wir uns fragen, warum ist er eigentlich derjenige, der so als von diesen vielen DDR-Autoren geblieben ist, am meisten noch, womit hängt das zusammen? Ich glaube, das hat was mit dieser Selbstinszenierung zu tun. Dann hat das was zu tun, dass es wahnsinnig viele Klischees gibt, die sich bilden konnten, weil einfach so wahnsinnig viel passt auf ihn, obwohl es gar nicht zutrifft, nämlich, dass er Boxer war, so der typische Arbeiter. Und er hat in diesen Berufen ja gearbeitet im Kesselhaus, hat eigentlich ganz andere Interessen gehabt. Das hat ihn, der Bitterfelder Weg hat ihn nicht interessiert. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich mit viel Inszenierung zu tun hatte. Natürlich, wenn man so eine geballte Schrift hat, einen ganzen Band, dann kann man das natürlich wirklich abklopfen danach und das analysieren und dann ein Narrativ der Inszenierung konstruieren. Aber wenn man sich beispielsweise sein Gespräch zur Person mit Günter Gauss anschaut, tatsächlich gefilmt, und da konnte man ihn erleben, wie ist die Körpersprache, wie bewegt er sich, wie antwortet er, ist er schlagfertig, kann er reagieren auf diese Kanonenschüsse von Gauss, konnte er nicht. Er ist völlig untergegangen. Deshalb, es war ihm peinlich, und er plötzlich fing er an, bestimmte Bewegungen durchzuführen, die sozusagen seine Überlegenheit zeigen sollten. Jedenfalls sehe ich das daran, lese ich das davon ab. Deshalb meine These, er hat die Aufmerksamkeit bekommen, erstens wegen der Literatur, die so gut war. Und manchmal ist es nun einmal so, dass unscheinbarste Personen eben diese Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß nicht wirklich, ob das mit Inszenierung zu tun hatte. Jedenfalls Präsenz hatte er nicht gehabt. Nee, das klingt jetzt ein bisschen zu böse. Es ist auch nur ein Element, diese Selbstinszenierung. Aber ich glaube nicht, dass er war nicht der Meister des Spontan, sondern das ist eben dann in den Texten, für die er Zeit hatte zu schreiben, die Reden zum Beispiel und sowas. Und ich glaube, also wichtig fände ich noch einen Punkt, was er, glaube ich, wirklich konnte auch. Er konnte sozusagen die Schreibvorstellungen, die er zu DDR-Zeiten entwickelt hatte, nämlich, das ist ganz wichtig, wir reden so von Atmosphäre, und er hat seine eigene Welt geschaffen, aber es war ihm sehr wichtig sozusagen auch, dass sein Schreiben einen sprach- und ideologiekritischen Impuls hat.
und dass seine artifizielle Sprache eine Gegensprache ist zu dieser simulierten, entleerten Sprachdiktatur der DDR, wie er es genannt hat. Und was ihm gelungen ist, ist, dass er sozusagen dieses Modell einer Ideologiekritik dann auf den Westen, den ökonomisierten kapitalistischen Westen angewandt hat und den auch als Ideologie gesehen hat. Ich habe mal ein Zitat aus einem Interview, worum es ihm geht, sei ein Wortkampf um eine Körper- und Sinnensprache, die aus den medialen Sumpfgeländen unserer Tage vielleicht hinausführt. Also die sozialistische Ideologie ist zur ökonomischen Ideologie ein bisschen geworden und das konnte er sehr gut, dieses Umdeuten und mit ähnlichen Ideen, ähnlichen Strukturen sozusagen, die für die DDR gepasst haben, dann plötzlich das auch auf das Gesamtdeutschland oder die durch ökonomisierte Welt, der begegnet ist, machen. Also das ist auch eine Kunst, da hat er ja ein Gespür dafür und das ist in seinem Schreiben natürlich auch zu merken. Fußgängerzonen mit vielen Frauen, die Törtchen essen und in denen er so vollkommen haltlos irgendwie vorbeistrandet, aber genau, es ist, man weiß genau, was er da beschreibt. Ich würde das vielleicht auch ergänzen. Es gibt nämlich zwei problematische Texte und die wurden registriert. Die wurden registriert von der FAZ, einerseits Frank Schirmacher und von der Zeit, das war Richard Herzinger, 1994 und nach den Frankfurter Vorlesungen und 1997 nach der sogenannten Kamenzer Rede zum Lessing-Preis. Und da sozusagen, da steht plötzlich seine wird die Frage gestellt, ist der auf der Höhe einer Theorie, ja oder nein? Und da wird er ganz stark sanktioniert, weil die Leute ja ganz, vielleicht sogar zu Recht anmerken, wie kannst du das sagen? Wie kannst du sagen, die DDR sei, also man treibe mit der DDR Unzucht mit Abhängigen. Ja? Also das ist die Formulierung, an der sich die Debatte entzündete. Und Richard Herzinger wird kritisieren, dass er so, dass Hilbig so poltert gegen die sogenannte Autogesellschaft in den Frankfurter Vorlesungen. Also das würde ich dazu ergänzen vielleicht noch, weil es ist nicht so ganz einheitlich, was bei Hilbig geschehen ist. Nee, und er hat auch oft überdreht, ganz klar. Also die Frankfurter Poetikvorlesungen sind, glaube ich, großartig in dem, wie sie den Begriff der Kritik stark machen. Und was ich an denen toll finde, ist auch, dass der Hilbig, von dem er lange Zeit danke, die Romantik sei das, dachte, die Romantik sei das große Steckenpferd, die ist es nach wie vor. Aber er zeigt sich auch als ein großer Vertreter der Aufklärung. Das, glaube ich, ist da neu und auch als ein großer Vertreter der Demokratie und demokratischer Werte. Und da ist der Begriff der Kritik für ihn wahnsinnig wichtig, weil die Kritik als die Negation des Vorhandenen, des Bestehenden, die Dauernde natürlich für ihn der Motor ist, der die Bewegung immer weiter treiben kann. Ne? Dass es dann hinten in so eine Autokritik mündet, ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist natürlich die Autokritik, kann man auch lesen als eine Vorwegnahme oder Vorwegnahme ist es ja zur damaligen Zeit schon längst nicht mehr, aber das ist natürlich auch ein ökologisches Bewusstsein, das da mit hineinspielt. Warum er dann gerade so gegen die Autos schießt, ist mir auch bis heute ein Rätsel geblieben. Tja. Ich hätte vielleicht eine letzte Frage. Das war ein Zitat, mit dem ich eigentlich einsetzen wollte, wenn ihr damit einverstanden seid. Das passt, also jedenfalls solche Analysen tauchen nach der Wahl anhand auch der Statistiken immer wieder auf und man könnte sagen, dass Hilbig ein Vorreiter solcher Analysen war. Ihr werdet gleich merken, was damit gemeint ist. Es war ein Gespräch mit Werner Jung 1994. Und er wird nach seinem Thema, ob er ein Thema habe, gefragt. Ich glaube schon, ich habe ein Thema. Man spricht so viel vom Ende der DDR. Ich finde, das liegt noch in weiter Ferne. Ich glaube sogar, die DDR gab es bis jetzt überhaupt noch nicht. Vorher war die DDR, die real existierende sozialistische DDR, es ist schon eine Absurdität, den Begriff real existierend gebrauchen zu müssen, in dem, was sie vorgab, eben nicht existent. Sie war eine Simulation. Aber jetzt, und das ist, was immer wieder gesagt wird nach solchen Wahlen, aber jetzt passiert auf einmal etwas Merkwürdiges. Plötzlich gibt es bei ehemaligen DDR-Bürgern zunehmend eine Art Widerstand. Früher haben sie nur das Westfernsehen gesehen und haben das, was sie da sahen, zum Ziel ihrer Wünsche und Vorstellungen gemacht. Und es war schrecklich, diese Grenze nicht überschreiten zu können. Nun haben sie überschritten und jetzt gibt es einen Erinnerungsschub, Erinnerungskünstler,
Sie merken auf einmal, dass sie doch noch eine ganz andere Identität haben als die Bundesbürger, die versuchen sie jetzt plötzlich weiterzuleben. Also wie steht ihr zu dieser Wahlbilanz, könnte man auch sagen, dieser Besonderheit der neuen Bundesländer, könnte man auch sagen, warum wählen sie anders? Und mir scheint, dass in diesem Zitat das Ganze angesprochen ist, beinahe visionär, also so. Genau, das war sehr auf, also das fiel mir auf, das zu lesen. Das war im selben Gespräch, wo er spricht über die Abwesenheit als Ort der Poesie. Was denkt ihr, ist das eine Fehleinschätzung, was er dort sagt? 30 Jahre danach. Also ich glaube, dass er sagt, die DDR quasi wird erstmal wieder erschaffen oder ist irgendwie, wie sagt er es am Anfang? Kannst du es nochmal kurz die Formulierung, das ist schön. Ich glaube sogar, die DDR gab es bis jetzt überhaupt noch nicht. Vorher war die DDR, aber jetzt passiert auf einmal etwas. Ja, also es geht um die andere Identität als die der, wie er sagt, Bundesbürger. Ich finde es gerade erstaunlich, dass er das damals gesagt hat, weil man ja jetzt auch das Gefühl hat, dass einfach über die DDR oder über das, was nach der Wende passiert ist, wenn man viel im Osten unterwegs ist, eigentlich immer gesagt wird, dass darüber eigentlich nie gesprochen wurde oder dass die Leute irgendwie mit ihren, also dass diese Geschichten keine Gültigkeit hatten. Dass irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, die Zeit eine große Serie gemacht, wo es darum ging, irgendwie mal die Leute im Osten zu fragen, wie es ihnen geht oder irgendwie auf einmal war es dann, auf einmal gab es so Stimmen, wurden Stimmen gehört oder es war auf einmal interessant, aber ich wohne jetzt irgendwie auch seit 2004, also mit längeren Unterbrechungen, aber doch irgendwie in Leipzig. Und ich habe das Gefühl, vor allem, wenn man so aufs Land kommt und auch diese ganzen Geschichten, was so nach 1990 passiert ist mit den Menschen, was es für Biografieabbrüche gab, was es für Arbeitsabbrüche gab, hatte irgendwie lange Zeit keinen Platz. Und es wurde irgendwie auch versäumt, ich glaube, von beiden Seiten. Gründe wären jetzt hier, glaube ich, viel zu umfassend, aber diese fehlende Erzählung hat ja trotzdem, heißt ja nicht, dass es da irgendwie fehlende Emotionalität gibt. Und das ist ja, glaube ich, das, was er jetzt so beschreibt, dass es auf einmal, solange es da war, war man sich dessen nicht so bewusst und dann fängt man an zu reflektieren und quasi die Erzählung beginnt erst. Und ich glaube, dieses emotional Aufgeladene ist eben etwas, was tatsächlich auch aus der Nachwendezeit ganz stark resultiert und was eben auch ein völlig anderes Verhalten hat. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich für die letzten 5 Minuten ein Riesenthema. Wir werden das auf keinen Fall abschließen, aber es ist vollkommen erstaunlich, dass er das, wann sagt er das? 1994. 94, ja. Also das ist wirklich krass. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, weil mir das aufgefallen ist, es gibt eine Beilage der Zeit, sie heißt Zeit im Osten. Und man könnte behaupten an dieser Beilage, dass diese Spaltung, nach der Beschreibung von Hilbig, wäre es eine innere Spaltung ohne physische Grenze, weil die physische Grenze ja gefallen ist. Wo sozusagen im Zeit im Osten aufgrund einer marktstrategischen Stellung diese innere Grenze aufgebaut wird. Könnte man bisweilen so verstehen. Also sein letzter Satz ist ja, die versuchen, die Ostbürger, diese ihre Identität plötzlich weiterzuleben. Und das wäre meine Ergänzung, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das keine Plötzlichkeit ist, sondern ein forciertes Weiterleben aufgrund einer marktstrategischen Stellung, wie eben von Zeit im Osten. Da wird sozusagen etwas behauptet, was vielleicht gar nicht der Fall ist, nämlich, dass es 2 Identitäten gäbe. Weil das ist eine, und deshalb nannte ich das, das ist eine derart umstrittene These, dass diese Menschen eine ganz andere Mentalität hätten als diese anderen Menschen. Also ich habe schon einen völlig anderen Erfahrungshorizont.
also in einer bestimmten Generation glaube ich schon, dass die einfach andere Sachen erlebt haben, die wir uns nicht vorstellen können oder die man, oder die, also wo es auch, ja, also doch, das denke ich schon, dass es wirklich verschiedene Arten sind. Das sind Kleinigkeiten, aber auch wie man, ich glaube, ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, weißt du? Ich glaube, es ist schade, das ist jetzt ein riesen Thema. Aber ich glaube, es ist eben von beiden Seiten. Also es ist interessant, ich glaube auch, dass diese Erzählung des Ostens jetzt auch benutzt wird. Also auch diese Opferrolle quasi auch hergestellt wird, um Gruppen zu bilden und um auch ideologisch quasi missbraucht wird auf eine Art oder sich da quasi einfach draufgesetzt wird. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch ein Narrativ, was es als Narrativ vielleicht zu wenig gibt. Du hast dich, also genau, ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das, ja. Sorry. Nee, nur noch als Ergänzung, das ist natürlich, wenn das von 94 ist, natürlich die Zeit, in der sozusagen das Verhältnis zu Ostdeutschland ein rein nostalgisches war, wo dann die kleinen Relikte plötzlich hochgehalten wurden und der Begriff Nostalgie zu Ostalgie wurde. Da gab es ja, ich habe damals mal für einen Artikel mal recherchiert, wahnsinnig viele Seiten, die DDR im Internet und sowas, da konnte man das alles recherchieren in dem frühen Internet damals, dass es da noch gab, also um die 2000er Jahre. Das ist vielleicht natürlich vor diesem Hintergrund auch rausgesprochen, ne? Das um es ein bisschen einzuordnen vielleicht. Aber wollen wir vielleicht, weil wir, glaube ich, schon so langsam auf die Zielgerade kommen, müssen noch jeder ein kleines Gedicht zum Abschluss lesen? Oder? Ja? Ich habe jetzt sozusagen fast nach dem Zufallsprinzip hier einfach mal aufgeschlagen. Land aus Geruch, wie es fliegt aus Kaminen, von braunen Fahnen abgewehtes Gottgeröchel, wie immer erzittert, verschwimmt die Geschichte, ganz konsonante Nacht. Sie ist schon der Rauch aller folgenden Tage, der von den Dächern läutet, im geschlossenen Frieden, landen die Schatten von Pfählen im Schoß der Luft, wenn das Frühlicht die Wasserspiegel der Erinnerung sprengt, in den Überlagerungen, Runenpfähle, phallische Gerüche. Am zweiten Tag schon, der Geburt warst du fort, warst verschollen, klang aus dem Vatersnamen anderer Buchstab, gnädiges Anwesen, Unwesenheit. Da war doch alles drin, Erinnerung, Nacht, Anwesen, Unwesenheit, und der Geruch. Ich nehme wirklich ein ganz kleines. Als sie noch jung waren, die Winde, war ich verworren und blind und taub für ihren Gesang. Jetzt, wenn ich das Land durchstreife und nicht mehr weiß, wo ich bin und nichts mehr wissen will in meinem Herzen, denke ich an die Winde, die alt geworden sind. Wo ist das jetzt? Hier ist das. Flaschenpost. Postum kam die Botschaft des Unglücks auf mich. Flaschenpost geschwommen durch alle Vergangenheit. Die kalte, grüne Flasche zerplatzt an meiner Stirn, wenn es Zeit ist, jedes Jahr. Wie lange schon habe ich getrunken? Wie lange schon Gift geraucht? Schon lange? Gegessen, getrunken, mich vollgesoffen mit Schwermut und Rotz. Des Heuchlers Napf, des Söldners Stiefel waren voll von Worten, die ich angewidert schmeckte. Schon lange höre ich mich selber sprechen. Von 2 Monatslöhnen habe ich gekauft 2 blaue Anzüge, völlig die gleichen. Ich behaupte überall, sie sind gestohlen. Der Schweiß, der eilig meine Adern durchtreibt,
hat zu Tode gelangweilt die Frauen. Meinesgleichen sucht eine stille Stellung zwischen vier doppelten Elektrozäunen. Nein, längst zerren an mir die schmutzigen Stricke der Niedertracht. Längst gehe ich schwanger mit einem Mörder. Das Verbrechen, ach, unbefleckte Empfängnis ist die Wurzel meines Bewusstseins schon lange. Schon lange hasse ich mich und meinen Hass und meines Hasses Schwäche, und kaum noch kann ich ihn ertragen, den heulenden Buckel der Angst. Mein schwaches, nein, gezogen auf Flaschen, mein schwacher Hass aus gelbem Schweiß geraucht. Man sagt, du seist tot, uraltes, unsterbliches Aas. O Unglück, doch ich habe deine Botschaft vernommen und ich setze sie fort in mir. Das ist ein schönes Ende. Wie können wir Sie schöner entlassen als mit einer Flaschenpost? Und wenn Sie das Zettelchen finden, da steht dann drauf, bitte Hilbig lesen oder sowas.